Einen schönen guten Tag, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren. Ich grüße euch zu einem Klartext Ruhrpott-Mission. Ich möchte in Jesu Namen zu verschiedenen Themen Stellung nehmen und deutlich machen, wie meine Position als erster Vorsitzender der Ruhrpott-Mission e.V. ist. Bruder Pastor Holmer, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgedrückt, der damals auch Erich Honecker aufgenommen hat, das jetzt sogar verfilmt wurde, das ganze Geschehen, hat nochmal einen Brief an den EKD-Vorsitzenden, Ratsvorsitzenden geschrieben. Ich möchte ganz klar und deutlich sagen, dass die EKD das Erbe der Reformation in der Gesamtheit schon längst verraten hat und dass sie schon längst nicht mehr zu diesem bibeltreuen Erbe der Reformation in aller Deutlichkeit steht. Würde sie das, würde sie dazu deutlich stehen, würden solche Dinge wie in Bremen jetzt passieren, im Mai muss Bruder Olaf Latzel sich der Gerichtsbarkeit stellen, würden solche Dinge gar nicht passieren, würden gläubige Pastore nicht angegriffen werden, weil man sie als wirkliches Geschenk des Himmels, als ein großes Gnadengeschenk annehmen würde. Das tut man aber nicht. Man versucht immer wieder die Dinge, die diese Brüder sagen, zum Beispiel Olaf Latzel aus Bremen, die Worte in den Mund umzudrehen, das Haar in der Suppe zu suchen und diese Brüder madig zu machen. Ich sage als erster Vorsitzender der Ruhrpott-Mission in Jesu Namen, wir brauchen eine bekennende Kirche und wir brauchen eine neue Reformation. Ein Leitbild für diese Reformation könnten einmal die 95 Thesen des EBTC vom Jahre 2017 sein und einmal die Thesen von Bruder Lothar Gassmann, der auch schon damals 95 Thesen verfasst hat. Die EKD, so lieb wie das gemeint ist, auch vom Bruder Holmer, wird diese Buße nicht mehr tun, das sage ich voraus. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter für Bruder Olaf Latzel beten sollen, für Brüder, die im Dienst stehen, die gläubig sind, wiedergeboren sind, die ganz klar die Buße und die Bekehrung predigen. Diese EKD ist ein religiöses System, was zutiefst antichristlich ist. Ich wiederhole mich nochmal. Diese EKD ist ein antichristliches System. Und dieses System wird es nicht zulassen, dass die Buße und die Bekehrung wieder im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Verkündigung stehen wird. Darum rufe ich dazu auf, in Jesu Namen, dass bibeltreue Gemeinden, die ganz klar auf der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift stehen und die ganz eindeutig eine jegliche Form der Bibelkritik ablehnen, ganz eng zusammenwachsen und zusammenrücken. Eine jede Form. Denn man muss in aller Deutlichkeit sagen, es gibt auch eine evangelikale, neoevangelikale, schleichende Bibelkritik. Zum Beispiel bei dem Thema Frauenordination. Oder bei dem Thema, wie evangelisieren wir jetzt? Predigen wir Gesetz und Evangelium oder verramschen wir das Evangelium und verschleudern es als eine Billigware mit einem peppigen und poppigen Rahmenprogramm drumherum? Denn das ist auch Verrat an der Reformation und auch Verrat an der Heiligen Schrift, weil die Bibel sagt ganz eindeutig, nicht aufgrund unseres Rahmenprogramms, und nicht aufgrund, dass wir uns jeweils den Zeitgeist anpassen, evangelisieren wir richtig. Sondern biblisches Evangelisieren, bibeltreue Evangelisationsarbeit ist eine Evangelisationsarbeit, die Gesetz und Evangelium predigt und sich danach ausrichtet, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus der Schrift. Eine neue Reformation brauchen wir und wer sich dahinter stellt, er muss ganz klar
gegen die Frauenordination sein. Ganz klar gegen die Frauenordination. Weil die Reformationsschriften, bibeltreue Schriften, Bekenntnisschriften es nicht hergibt, dass eine Frau Bischöfin sein kann und dass eine Frau predigen kann. Wir brauchen eine neue Reformation, eine ganz klare ethische Ausrichtung, bibeltreue ethische Ausrichtung. Das heißt, wir können nicht eine Ethik der Beliebigkeit betreiben. Eine Ethik der Beliebigkeit. Wir müssen die Sünde weiterhin mit Namen nennen. Und Sünde ist zum Beispiel die Ehe für alle. Und Sünde ist die Gender-Ideologie. Und Sünde ist die Frühsexualisierung der Kinder. Und Sünde ist das multireligiöse Zusammenarbeiten. Interreligiöse Gebetstreffen sind Götzendienst. Wir brauchen eine neue Reformation, eine ganz klare Abtrennung zur römisch-katholischen Kirche. Denn die katholische Kirche hat in sich nie eine Reformation erlebt. Nie. Und die Evangelikalen, die auf dem Weg nach Rom sind, sollten wirklich danach rufen und schreien, dass Gott ihnen Buße schenkt und dass sie wirklich in wahrer Reue und Buße sich aus dem Schoß der antichristlichen Kirche, der antichristlichen römischen Großsekte in Rom, sich daraus wieder zu lösen. Wir brauchen eine neue Reformation. Wir brauchen eine neue, komplette Neuausrichtung zu der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Alles muss überprüft werden. Auch unser religiöses Denken in Systemen muss überprüft werden. Die Glaubensväter und die Glaubensväter der Brüdergemeinden, das Anliegen ist ja richtig. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. So, als die Obrigkeit in die Welt eingedrungen ist, das Christentum eine Staatsreligion wurde, da war es um die Gemeinde und Versammlung Jesu Christi bestellt und da ging dann die Weltförmigkeit mit großen Schritten, drang sie in die Gemeinde Jesu Christi ein. Und das sollte wieder wirklich nach biblischen Maßstäben überwunden werden. Kann es aber nur, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und nicht selbst in einem religiösen System verhaftet ist. Persönlich kann man schon in einem religiösen System verhaftet sein, wenn man Menschen, selbst Christen können das sein, selbst Brüder, selbst Geschwister können das sein, wenn man Fleisch als seinen Arm hält. Und mein Gebetsanliegen ist es jeden Tag aufs Neueste, dass ich nur von einem abhängig bin, von dem Herrn Jesus Christus selbst. Von ihm ganz allein. Von ihm allein. Und davon will die Ruhrpott-Mission auch abhängig sein. Nur von dem Herrn Jesus. Und von niemand anders. Das Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, muss immer wieder, jeden Tag, wenn sobald die Gedanken uns befallen wollen, in wahrer Reue und Buße, gewirkt durch den Herrn Jesus Christus selbst, unter dem Kreuz abgelegt werden. Das geht nämlich zügig schnell. Und dann ist es meistens so, dass man ein Mann ist, der seine Fahne in den Wind hängt, der danach schaut, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und ich sage ganz offen und ehrlich, ich hasse diese Art und Weise, wenn man immer so ein Taktierer ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, seid klug wie eine Schlange und ohne falsch wie eine Taube. Darum geht es gar nicht. Das sollen wir. Aber unsere Sprache soll ja, ja und nein, nein sein. Und wir haben schon in der Corona-Krise versagt. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich auch nicht versagt habe. Und das noch auch immer wieder vor den Herrn Jesus Christus in Reue und Buße und das Kreuz bringen. Wollen wir bei der nächsten Seuche, die vielleicht kommt, die vielleicht Corona 8a heißt oder Corona 8ba, wollen wir dann auch wieder einknicken? Wollen wir dann auch wieder die 2-3G-Regelung in Gemeinden und Kirchen Einzug halten? Die 2- oder 3G-Regelung in den Gemeinden und Kirchen hat an nichts zu suchen. Im Haus Gottes darf es keine G-Regelung geben. Im Haus Gottes muss es die B-Regelung geben. Buße und Bekehrung. Nochmal, Buße und Bekehrung.
Und darum sage ich als erster Vorsitzender der Ruhrpott-Mission, ich stehe uneingeschränkt zu den Erklärungen der Bruder Peter Schild und auch vom Bruder Tobias Riemschneider, weil sie es biblisch sehr gut dargestellt haben. Und es ist gut, dass es die christliche Corona-Hilfe gibt. Und ich möchte sagen, jetzt am 27., ja, es müsste der 27. März sein, wollen wir wieder einen Gebetssonntag halten und wollen wieder für die Obrigkeit, für die Krankenschwestern, Krankenpfleger, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil es ja diese sachbezogene Impfpflicht gibt. Wir wollen gegen die Impfpflicht anbeten, dass Gott es verhindern möge, dass sie kommt. Und wir möchten auch für die Glaubensschwester beten in Finnland, die wirklich, weil sie biblisch argumentiert hat, wie Gott die Homosexualität sieht, ihr mit einer Gefängnisstrafe bis zu 6 Jahren gedroht wird. Das muss man sich mal vorstellen. Liebe Leute von YouTube, ihr braucht dieses Video nicht zensieren, weil eure Zensurart und Weise ist nicht kompatibel mit dem Grundgesetz. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Hier fallen keine Worte der Beschämung, der Bekämpfung, des Hasses. Nicht in ein Video findet das statt, auch nicht in ein Video von Lothar Gassmann. Sondern wir sind verpflichtet, als Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi auf der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift allein zu stehen. Und ich lehne jede menschliche Philosophie und weltliche menschliche Weisheit ab, weil die Bibel die einzige Ausrichtung ist, die Weisheit schenkt und gibt, und weil Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ihm gegeben ist alle Macht in Himmel und auf Erden. Des Weiteren möchte ich dazu aufrufen, eine Evangelisations- und Missions-, ja, nicht Strategie, das ist nicht mein Begriff, sondern wirklich nochmal missionarisch-evangelistisch eifrig zu sein, gerade unter Moslems. Nochmal wirklich unter den Moslems zu gehen, Gesetz und Evangelium zu predigen. Bei den Moslems muss man wirklich vermehrt das Evangelium, die Liebe Gottes predigen, weil das Gesetz kennen sie. Aber ihr wisst, wenn ich vom Gesetz predigen spreche, dann spreche ich davon, dass das Gesetz der Zuchtmeister auf Christus hin ist, auf keinem anderen. Und dann, dass man wirklich den Moslems das Evangelium predigen. Ich möchte deutlich sagen, wer in der heutigen Zeit dazu sich beschließt, Jesus Christus mit aller Konsequenz nachzufolgen, der muss sich demnächst auf Kämpfe und auf starke Auseinandersetzungen einstellen. Denn die Luft für uns bibeltreue Christen wird dünner werden. Die gesamte gesamtpolitische und gesamtgesellschaftliche Ausrichtung ist antichristlich. Weil wer das Werbeverbot aufhebt für Abtreibung, der hat eine antichristliche und eine teuflische Ausrichtung. Das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. Das ist niemals eine Ausrichtung, noch nicht mal eine humanistische. Das ist nichts. Das ist antichristlich teuflisch. Wer das macht, und das macht diese Regierung, das macht sie. Und wenn diese Regierung eines Tages oder die Regierung, die danach kommt, von uns verlangt, dass wir nicht mehr predigen oder dass sie weiterhin vorschreiben will, wer in den Gotteshaus rein darf und wer nicht, so haben wir die Aufgabe, danach zu handeln, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ganz eindeutig. Haben wir danach zu handeln, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ich wünsche euch alles wirklich einen klaren Blick aus der Schrift. Und diesen klaren Blick aus der Schrift kriegen wir nur, wenn wir ein dauerhaftes, wirklich in der ersten Liebe gegründetes Gebetsleben führen und dass wir wirklich dann auch in der Hinsicht ein Gebetsleben führen und zweitens, dass es wirklich dazu kommt, dass wir innerhalb der bibeltreuen Schar enger zusammenrücken und wirklich die Bibel als alleinigen Richtschnur und Kompass nehmen. Nicht Traditionen,
nicht Prägungen, sondern die Bibel allein. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Tag noch. Der Herr Jesus Christus möge uns behüten und beschützen auch weiterhin. Und alles Liebe, Gottes Segen in Jesu Namen. Amen.